Wie funktioniert Pensionskasse, die zweite Säule, im Beitragsprimat? Mit 18 kommt man in die Pensionskasse und bleibt dann auch beitragspflichtig bis 65, wenn man ein Mann ist, oder 64 bei einer Frau. Zwischen 18 und 25 zahlt man lediglich Beiträge für das Risiko Invalidität und Todesfall. Erst ab 25 kommen die sogenannten Sparanteile, und zwar bis 65. Auch der Arbeitgeber zahlt mindestens gleich viel. Da sieht man die Entwicklung vom Alterskapital. Gesamtbeiträge während der Beitragszeit sind nicht immer gleich, sondern altersabhängig. Zwischen 25 bis 34 zahlt man 7% Beiträge. In dieser Phase zahlt man 10%, dann 15% und 18%. Die Beiträge werden je hälftig finanziert, nämlich je 50% vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber. Da haben wir also nochmal am Arbeitnehmer und am Arbeitgeber seine Beiträge. Und wir haben auch eine sogenannte Zinsentwicklung. Dem ganzen Kapital sagt man das Alterskapital. Nehmen wir an, das Beispiel wäre 500'000 Franken. Wird multipliziert mit einem sogenannten Rentensatz. Zum Beispiel im Schnitt 6%. Wir haben hier wieder das Alterskapital mit 65 oder 64. Die restliche Laufzeit während der Leistungsphase. Die 500'000 Franken generieren mit 6% ein Renteneinkommen von 30'000 Franken pro Jahr. Da sieht man die Rente. Die Rente wird bis zum Todesfall vom Versicherten gezahlt. Im Todesfall vom Versicherten erfolgt, falls eine Witwe oder ein Witwer um ist, 60% von dieser Altersrente. Das bedeutet in dem Fall 18'000 Franken Rente. Bis zum Todesfall vom zweiten Ehegatten. Falls da noch ein Restkapital um sein sollte, aufgrund von dem Alterskapital vorhanden wäre, verfällt das in den meisten Fällen an Pensionskassen.